Nehmen wir halt nochmal so eine Bombe, die wir jetzt nicht hochheben können, weil wir kein Armband der Goron haben. Hier haben wir eine schöne Höhlenmalerei. Kann ich hier nochmal angucken hier. Ja, wow. Gut. Haben wir hier jetzt auch noch irgendwas Schönes? Hier liegt irgendwer mal wieder im Weg. Hey, du liegst im Weg. Komm, red mit mir. Ich hab solchen Hunger. Ja, nee, du auch nicht. Heiliger Stein, du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Der Runia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinen Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Ja, jedes Mal, wenn ich so lesen muss, ne, werde ich voll müde. Okay, versuch's mal anders. Seit dieser Zeit ist es dunkel, Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Also ich muss jetzt nicht dabei gehen, während ich so lese, aber es passt nicht zum Charakter, aber okay. Ich wünschte, jemand würde die Fackeln bei der Goron-Statue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Feuer entzünden, ja? Wo jetzt genau? Ach, da unten. Okay. Habe ich dann vielleicht... Stöcke habe ich noch, das ist ja schön. Ja, gut, meinetwegen können wir auch mal speichern hier. Ist ja nicht verkehrt. Gut, gucken wir mal, wo wir jetzt hier irgendwie Feuer finden. Also hier nicht. Nee. Aber irgendwo hier muss es doch jetzt Feuer geben. Wo sagt er, gibt's Feuer? Ja gut, wenn es mir sagt, dann weiß ich in dem Bescheid, weil halt, ne? Hier hätten wir auch nochmal zwei Fackeln zum Entzünden. Mal gucken. Gehen wir hier mal runter. Jede Menge Räume hier die man halt wahrscheinlich wegspringen könnte oder sowas. Jede Menge Fackeln zum Entzünden, aber ich sehe halt noch kein Feuer. Aber irgendwo gibt es hier das bestimmt. Gucken wir mal. Gronia ist ja groß genug, um sich zu verirren. Ja, von daher einfach mal gucken. Das wird schon. Irgendwie. So, gehen wir einfach mal da drüben hin. Das wird schon. Irgendwo muss es ja hier Feuer geben. Hier ist ja nur Ausgang. Zum Ausgang wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. Da unten rollt die ganze Zeit so ein Riesengorone. Ah, hier haben wir Lava. Das ist ja nett. Kann ich nichts mehr machen. Jetzt darüber zu springen, ich glaube, das wäre nicht so toll. Nö, komme ich hier so nicht weiter. Dann nicht. Dann gehen wir halt mal hier runter. Ich weiß auch nicht mehr, was ich mit den großen Goronen da machen soll. Ich glaube, den konnte man irgendwie anhalten. Die Frage ist halt nur, wie. Gelingt es dir, mich mit einer Donnerblume zu stoppen, belohne ich dich. Versuche es mehrmals. Alles klar. Ja, genau. Überroll mich. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so, als hätte ich Gefühle oder sowas. Nein. Bin nur ein kleines Kind aus, keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, wie das Dorf heißt, ne? Aber aus dem Dorf, da komme ich her und du kannst mich mal. So, okay, ich rede jetzt nochmal mit ihm, um zu gucken, welchen Raum das jetzt war. Hier, mit dir hier war das, ne? Hier, red mit mir. Komm! Ich wünschte, jemand würde, ja? Was? Da ist die Kurzversion davon, ja? Bei der Goron-Statue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Wo ist jetzt Darunias Kammer? Wer bist denn du? Hallo? Nur selten verirren sich Leute hierher. Woher kommst du? Ich dachte, ich muss ja davon gehen hier. Aus dem Wald? Was ist das, Wald? Was? Dort wachsen Bäume und Pflanzen? Das verwirrt mich. Hier oben wächst außer den Donnerblumen gar nichts. Wir haben hier auch weder Dekokerne noch Dekonüsse.
Und selbst Dekostäbe findet man hier höchst selten. Ich verrate dir etwas. Willst du einen brennenden Stab löschen? So drücke A, bevor er ganz abgebrannt ist. Apropos, ich habe hier irgendwo einen Stab versteckt. Ist ja super, ich habe auch schon Stäbe. Vasen! Da war auch so ein Stab drin, ist ja super. Hat er ja nur schon Maximum erreicht. Gut, wo ist Darunias Kammer? Kann ich hier durch? Nein. Kann ich hier drüben vielleicht durch? Hier kann ich nicht durch, aber ich kann vielleicht mit ihm hier sprechen. Vielleicht sagt er mir was. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boden der Königsfamilie warten. Ja, dann... Okay, verstehe. Wir haben doch unser schönes kleines Taschentuch. Wo haben wir es denn? Ach nee, vielleicht müssen wir... Ja, jetzt muss ich halt nur wissen, wie jetzt wieder das Lied davon war. So? Ja, das klingt gut. Dum, 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 dum. Okay, da hinten haben wir dann noch Feuer. Bist du Darunia, der Große? Ich mache hier mal ganz kurz die Phasen kaputt. Und dann kann ich mit dir reden. Aber ich bin Vasen-Junkie. Ne? Ich muss hier einmal die Vasen zerstören. Sorry. So viel Zeit muss sein. So, gleich zwei überflüssige Stöcke eingesammelt hier. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht. Und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch, wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Ah nee, wir sind zu stolz. Entschuldige, Kleiner. Manchmal ist mein Deutsch nicht so gut. Kannst mich mal eingebildeter mächtiger Krone hier. So, ich war hier, weißt du, wo kommst du hier hin? Machst die extra Tür auf und so ein Scheiß, ja, musst dein Hirn anstrengen, weil du nicht mehr weißt, wie jetzt ganz genau die Musik war. Und dann musst du ja auch noch anderen wieder. Kacke bist du. Echt mal, sowas muss ich mir hier anhören, das ist nicht wahr. Ja, drehen wir uns einfach alle zusammen. Habt ihr euch heute auch schon gedreht? Dann dreht euch ruhig weiter. Gut. Ich bringe das Feuer jetzt hier nochmal ganz kurz hier nach oben, weil da war ja auch noch irgendwo was. Warte. Warte. Gut. Zünde ich hier halt nochmal an. Einfach nur um Weg zu sparen. Dann hatte ich ja da oben nochmal zwei Fackeln hier zum Anmachen. Einmal hier. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Das bringt, glaube ich, schon mehr. Man fragt sich nur, was genau das jetzt mehr bringt. Guck mal, ob wir hier jetzt noch weitere Fackeln haben oder sowas. Oder ob ich jetzt einfach sagen kann, hier. Dann gehe ich jetzt zu den Bomben hin oder so. Ja, das klappt. Okay. Und mach Boom. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Frag sie nur, wo wir jetzt da hinkommen. Verlorene Wälder, willst du mich verarschen? Gut. Hätte ich einen Shortcut. Falls ich da tatsächlich mal irgendwann hin will.
So, was haben wir jetzt hier eigentlich mit dieser komischen Vase hier? So klappt das nicht. Ich meine, da musste man auch irgendwie reinspringen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mal gucken. Haben wir denn hier jetzt noch irgendwo Platz, wo ich von irgendwie weiter höher da reinspringen könnte? Ich könnte von da oben reinspringen, aber ich glaube, das ist irgendwie zu viel des Guten. Nee, so schaffe ich das nicht. Nee. Aber irgendwie musste ich, glaube ich, da reinkommen. Gehen wir nochmal eine Etage höher oder so. Vielleicht klappt das ja dann. Warte. Kann ich doch irgendwo rausgehen, ne? Wollt ihr nur, ob ich hier auch irgendwo runterspringen kann? Ja, genau. Bist ein Drecksack, bist du. Gut, also Fazit ist. Versuch das hier jetzt nochmal. Nee. Klappt so nicht. Muss ich irgendwann später hier nochmal versuchen. Im Moment habe ich echt keine Ahnung, wie ich jetzt hier den warte. Den Deppen irgendwie dazu überreden soll, dass ich ihm helfen kann oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ja das Volk irgendwie von Hunger befreien und sowas. Wir brauchen ja wahrscheinlich ein Corona-Armband hier. Muss ich mir jetzt nochmal das Ding spielen? In der Hoffnung, es bringt irgendwas. Hey, falls du hast es gespielt und... Er tanzt, natürlich. Zensiert. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb. Etwas Natürliches, Grünes aus dem Wald. Dies ist meine Art von Musik. Hier haben wir denn nicht hier noch irgendwas? Warte, sag jetzt nicht, wir müssen jetzt tatsächlich in den Wald zurück. Um dann von irgendwem irgendwas zu erlernen oder sowas. Wenn Navi schon fragt, ja hier, was wohl Salia sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Das ist ein kleiner Hinweis darauf gewesen ist, dass wir halt dahin zurückgehen sollen, damit wir irgendwie eine tolle Melodie lernen oder sowas. Wäre möglich. Gehen wir mal rein zurück. In die verlorenen Wälder des totalen Todes. Und dann mal schauen. Was? Willkommen, ich habe dich erwartet. Ich dich nicht. Schön, dich wiederzusehen, Mammut. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein, definitiv nicht. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Alles klar. Wird gemacht, du Eule. Gut, also irgendwo eine Melodie, ja? Eine Lichtung. Siehst du die Lichtung? Ich weiß ja nicht. Könnte fast so sein. Auf jeden Fall gibt's hier Licht. Huch! Da sind auch wieder diese Fuzzis da. Verlorenen Kinder. Stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an. Ich bin zwar voll aus dem Takt, aber das ist ja nicht schlimm.
die Melodie kann ich mich irgendwie überhaupt nicht erinnern, aber okay. Deutsch hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Hey, Rupies. Ein. Spielst du mit uns? Ja, meinetwegen. Stimme in unser Lied mit der Ocarina ein. Ach nee, stimme in unser Lied mit deiner Ocarina ein. Wir fangen an.